drei Mann nicht in einem Boot, sondern auf einer Couch und natürlich weit und breit kein Freud oder Jung von anderen Halb- oder Dreiviertelgöttern der Seele ganz zu schweigen. Gut, dass ich der Lehre von der Seele nichts anderes bedeutet, nämlich das griechelnde Wort Psychologie nach wie vor abgrundtief misstraue, zumindest nicht blindlings daran glaube. Wahrscheinlich aus purer Vorsicht und zu meinem Selbst. Andererseits hätten Seelenklempner jeglicher Couleur und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchaus ihre helle Freude an mir. Ein alter, dicklicher Mann, zu Tode gelangweilt und depressiv auf der Couch. Und das gleich dreifach. Was will man mehr? Daraus lässt sich doch was machen, pardon, deuten, vor allem aus der sicheren und, man verzeihe mir die Vermutung, hinterhältigen Position des eruierenden Seelenverstehers. Er bleibt ja zumindest in der klassischen freudschen Praxis den Blicken des Patienten entrückt oder wäre delinquent in dieser Konstellation korrekter? Das wissenschaftliche Über-Ich thront auf dem Stuhl des Tiefseelenforschers hinter uns gut zahlenden Couch-Potatoes. Aber warum um Sigmunds Willen habe ich in der Banalität unseres Wohnzimmers dieses Triptychon Stillleben geschaffen und das obendrein in die erotisierende Einheit des Sofas gekuschelt? Ich sage es Ihnen, weder kreativer Eifer noch eine gänzlich unerwartete Entdeckung des schöpferischen Genies, das tief in mir seit früher Kindheit schlummern mag, trieben mich dreimal kurz aufeinanderfolgend auf eines unserer Sofas zum wiederholten Auslösen des Kameraverschlusses zu jeweils einer Zehntelsekunde bei Blende 5,6. Dreimal machte es Klick und ich erschuf uns Drillinge am Computer danach. Die Absicht, um mich wie bereits mehrfach angedeutet in einer sozusagen entfalteten Dreifaltigkeit, der Ex-Katholik und früher dem Weihrauch fast schwingen und Messwein verfallene Messdiener schimmert immer wieder durch, zu einer profanen Abart des vorzugsweise im Mittelalter als State of the Art beliebten Flügelaltars nicht etwa aufzuschwingen, was einen nicht auf den ersten Blick sich erschließenden sakralen Hintergrund meines Bildes vermuten ließe, sondern ermattet niederzusinken. Wie zu sehen ist, konnte ich mich um der Gestaltung willen dabei sogar einmal in so etwas wie in eine aufrechte Sitzhaltung erheben. Für mich als körperlich eingeschränkten Menschen gar nicht mal eine Kleinigkeit, sondern erhebend. Die Frage nach dem tieferen Sinn dieser fotografischen Idylle ist natürlich berechtigt und soll auch beantwortet werden. Nicht zuletzt war es der zurzeit allgegenwärtige, so scheint es, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Namen höchstpersönlich, der mich zumindest teilweise inspiriert oder sagen wir angestiftet hat zu diesem Bildchen. Präsentiert der sich doch wiederholt, seitdem er dem Münsterland entkommen ist und in der Hauptstadt im wechselnden Luxushäuschen residiert. Splitterfasernackt präsentiert er sich dem staunenden Volk und der fassungslosen Opposition, immer wieder in einer seiner Lieblingsposen. Gehüllt in seine neuen Kleider, die nicht mal sonderlich kunstvoll wieder einmal aus nicht existierenden, jedenfalls physisch nicht anwesenden Masken, Corona-Schnelltests und Impfspritzen geklöppelt wurden. An sich also nichts Neues aus Berlin, wir kennen das. Derlei Peinlichkeiten, offensichtlich die bewährt Trumpsche Manier des alternativen, Manier der alternativen Fakten kopierend, sind ja nicht erst seit Pandemiebeginn mittlerweile das immer beliebter werdende Mittel der Wahl, nicht nur der Gottlob endlich von Schützern unserer Verfassung näher beäugten Politikern des ganz rechten Abgrundes tiefbraun.
Auf die Couch treibt mich immer öfter aber vor allem das perfektionierte und energische Wegschauen fast aller Politiker, nicht nur auf der immer noch groß koalierenden Bundesebene, sondern bis hinein in die Landesparlamente und kommunalen Gremien. Dann nämlich, wenn es darum geht, essentielle, ja lebenswichtige Forderungen von offiziell oder von offensichtlich als wahlentscheidend eher unter wegzuschweigen, weil die lästigen Sand ins Getriebe des auch bei wiederholtem Versagen der handelnden, wie geschmiert funktionierenden Regierungsgeschäfts werfen. Wie geschmiert? Naja. Ich sage das als einer der zigtausenden persönlich Be- und Getroffenen, in diesem Fall chronisch Kranken und oder Behinderten, die wieder einmal durch die Raster aller hochgelobten Netze der Gesundheits- und Sozialpolitik fallen. Es geht immer noch um die stereotypischen Verlautbarungen, gebetsmühlenartig wiederholt und einem nicht zu entschlüsselnden Ritual unterworfen, nämlich nach fast wöchentlich bevorzugt nächtlichen Sitzungen regierender Spitzenpolitiker in Sachen Coronaviren. Ach so, warum eigentlich nicht in der Regelarbeitszeit, also tagsüber? Bei Nacht, auch ohne Nebel, werden vereinzelt anständige Sitzungsteilnehmerinnen und Teilnehmer leichter zum Nachgeben gebracht. Man kennt das von Tarifverhandlungen. Bisher kam dabei allerlei Widersprüchliches heraus. Manches ist auch einfach das Resultat weit verbreiteter Inkompetenz der Politiker. Aber vieles ist nur durch die ungebrochene Macht der Lobbyisten zu erklären, die wir nicht selten in Personenunion mit den Entscheidern in Regierungen aller Ebenen erleben oder in Wechselrollen. Bäumchen wechselt, man kennt das. Was mich nicht nur auf die Couch in meiner keineswegs von oben verordneten, sondern meiner eigenen vorausschauenden Vorsicht, Gedanken, Quarantäne in Corona-Zeiten zwingt und mich zunehmend zornig werden lässt, ist der anhaltende, längst nicht mehr zu verantwortende Zustand der nach wie vor den Impfschutz verweigernden Beschlüsse für Menschen im Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Ich bin 73 noch. Auch wenn wir unbestritten zu den besonders gefährdeten Risikopatienten gehören, wir werden nach wie vor auf die lange Wartebank, die lange, lange Wartebank geschoben. Nach den über 80-Jährigen sind nun plötzlich die unter 65-Jährigen an der Reihe, weil die ja angeblich den umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca besser vertragen. Und dann kam plötzlich die Nachricht, dass bald auch in Arztpraxen geimpft werden kann. Eine kluge Entscheidung, gewiss. Aber wahrscheinlich soll in den Arztpraxen wiederum vor allem mit jenem AstraZeneca, das bekanntlich sogar im Kühlschrank gelagert werden kann, geimpft werden. Ich gehe mal davon aus. Und um dem Ganzen noch einen entscheidenden Serumtropfen aufzusetzen, heißt es neuerdings, der Impfstoff von AstraZeneca kann unbedenklich auch über 65-Jährigen in den Oberarm gerammt werden. Wie bitte? Aber das ist ja irgendwie logisch in sich. Wie sonst kann man uns arme Schweine zwischen 65 und 80 ruhig stellen? Vielleicht verfrüht, sogar für immer. Ein Schelm, der Böses daran denkt. Das haut mich von der Couch. Jos van Aken.